ja wirklich die gesamten Heroes of the City. Jetzt ist es so, Sie haben ja so eine ganz spezielle Marketingstrategie. Vielleicht können Sie mir da ein paar Takte darüber sagen. Sehr gerne. Wir haben das Thema vor 2 Jahren auf YouTube entdeckt und festgestellt, dass die Produktionsfirma, die dahinter steckt, ein schwedisches Unternehmen, 2011 mit der Produktion, mit der Konzeption von Helden der Stadt begonnen hat, um es dann sukzessive über YouTube primär global aufzuziehen. Okay. Mit dem Effekt oder mit dem Resultat, dass sie jetzt das Thema auf 19 YouTube-Kanälen international läuft. Oh wow. Ja, und wir dementsprechend die Möglichkeit darin sehen, über einen neuen Kanal, über Social Media, über das Internet als Plattform ein Thema zu entwickeln. Jetzt sieht man hier die gesamten Charaktere. Haben die denn auch Namen und Aufgaben? Kern der Serie sind eigentlich, oder die Hauptcharaktere sind diese drei hier. Mhm. Das ist einmal Paul Polizei, Fiona Feuerwehr und Kasimir Krähe. Ach süß. Die bilden eigentlich den Kern der Serie und um dieses Leben dieser drei dreht sich das meiste. Das heißt, sie leben in einer kleinen Stadt, sie erleben gemeinsame Abenteuer. Man sieht, er hat ein Gipsbein und Gipsarm, weil ihm ständig irgendwelche Sachen passieren. Und die zwei rücken eben aus mit den anderen Freunden zusammen, erleben sie dann die Abenteuer und ja. Und was ist das hier? Zusätzlich zu den Fahrzeugen gibt es eben eine kleine Spielstation, die auch in der Serie den Ausgangspunkt eigentlich bildet. Mit kleinen eben altersgerechten Funktionen, Dinge, die sich drehen, Sachen, die man entdecken kann. Ach, einfach um die Serie, um das Thema eben für die Kinder so zu gestalten, dass sie es nachspielen können. Und hier gibt es jetzt quasi auch noch so ein kleines Knöpflein. Genau. Oder geht's Blaulicht an, oder? Richtig. Was ganz wichtig ist bei der Serie, man hat natürlich die Sprachen. Diese Sprachchips sind auch in den Fahrzeugen entsprechend umgesetzt. Ah. Das heißt, alle Fahrzeuge kommen mit den Originalsprechern. Zusätzlich bekommt man zu jedem Fahrzeug eine extra Karte dazu, mit der man über eine spezielle App, eine spezielle Toy-App, zusätzlichen Content freischalten kann. Ach wow, das ist ja eine hübsche Idee. Also auch mit der Fiona hier. Genau, und für die Eltern ist es so, wenn man den Knopf gedrückt hält, schaltet sich der Sound ab. Also wenn es ihnen irgendwann mal zu nervig wird, dann schalten sie es einfach aus. Ansonsten sind drei Sprachen hinterlegt, Deutsch, Englisch, Französisch. Einfach, es hat für uns auch diesen edukativen Ansatz, um einfach diesem vielseitigen Thema auch in der Umsetzung gerecht zu werden. Toll, klingt spannend, super, vielen Dank. Alles klar, danke.